steht deiner Sonne? Was steht deiner Sonne? Guckst du die falschen CDs an, junger Mann? So, jetzt lass mal so eine Harte. Ja, genau, so ist gut. Ja, fantastisch. Und staunen, große Augen machen. Ja, sehr schön. War ja das erste Benefits vom Kids Festival in Stendal noch. Ich war damals auch noch da. Die meisten, die heute hier sind, sind auch da gewesen. Und man muss eins dabei sagen, da steckt kein großer Veranstalter hinter. Da ist auch keine Booking-Agentur oder irgendwas dabei, sondern das hat sie alles von sich aus gemacht. Ja? Sie ist ein Fan dieser Musik, sie kommt aus dieser Szene. Sie hat einfach gesagt, ich möchte was Gutes tun. Ihre kleine Tochter Joy hat auch irgendwie einen Anschluss dazu gegeben. Ich glaube, die liegt wahrscheinlich schon im Bett, oder? Ja gut, wie alt ist sie jetzt? Okay, ist 8, genauso wie meine Tochter, die müssen so heute im Bett liegen. So, und einfach mal um Danke zu sagen für das Benefit vom letzten Jahr, für das von diesem Jahr. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja 2012 auch wieder eins. Da würden wir uns natürlich auch freuen. Vielleicht nächstes Jahr Olympiastadion Berlin, wer weiß. Ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall haben wir eine Kleinigkeit für dich. Einfach mal um Danke zu sagen, dass du so viel Herzblut in das Ganze steckst. Und einfach deine ganze Freizeit auch was dafür. Und das ist einfach ein kleines Dankeschön von Leuten, die ich einfach gern habe, die dir einfach mal zeigen wollen, wie gut das alles ist, was du machst. Dankeschön! Hier kommen wir nicht rein. Können Sie den nicht rauchen? Ja, ist ja nicht hier.